Moin, moin! Und da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Ja, was haben wir vor? Wir müssten jetzt, also wir haben diesen Hünenhügel erreicht und da ist uns dieser Mensch da erschienen, mit dem wir jetzt mal reden werden. Und mal nachfragen, was es denn alles auf sich hat hier. Well met, arisen of the present day. New forged link in the grand chain. You have come seeking meaning for that slate and the words it bears. There is none. None save that it brought you here to me. My form can be discerned only by the true arisen. I am the Dragon Forged. Go now. Tell him that gave you the cipher of what you have heard here. I feel more familiar with his question. Okay, jetzt haben wir ihn getroffen, aber so richtig viel Erkenntnis hat er mir jetzt nicht gegeben. Gut. Oh, hier. Our task is done. To the capital. Okay, ja, dann reisen wir zurück in die Hauptstadt. Das machen wir jetzt mal. Zack. Und... Oh. Wir können natürlich relativ easy reisen. Denn wir sollen noch dran so rennen, ne? Das sieht eigentlich ganz geil aus, wie er das macht im Reisestein, muss ich sagen. Das ist eine coole Animation. Gut, dann geben wir das jetzt ab und dann können wir uns die nächste Lindwurm-Geschichte annehmen, die wir machen wollen. Dann haben wir, damit wir das Ganze einmal abgeklärt haben. So, hier können wir laufen. Aber wir müssen uns gleich mal ein bisschen auffrischen hier im Dorf. Ein paar Sachen kaufen, ein paar Sachen verkaufen. Im Endeffekt gibt es ja auch schon neuere Waffen hier. Ich weiß es gar nicht, ob die Hauptstadt sich irgendwann auch mal erpicht, uns da ein bisschen mehr zu helfen. Wenn wir gleich alles erkunden. Da zu den Typen hin. Nein, das ist der richtige Weg. Ich hoffe es zumindest. Wir schauen mal. Zack. Zack. Gut, dass es hier die Ausdauer jedenfalls ewig hält. Und das Problem hat, dass man hier alle 5 Sekunden stehen bleiben muss. So, da ist er auch schon. Jetzt werde ich berichten, was ich gesehen habe. Not a text, you say. A cipher, crafted to bring you to the Dragon Forged. I see. If this man speaks true and is immortal, there's a fair chance he guided his grace as well. Be that the case. His words are well worth heeding, sir. Meet with him as time allows. With luck, he'll lead you to victory as well. I've learned what to do with this quest. We ought to seek out Father Gethry at the cathedral. Gut, wir gucken nochmal rein in unsere Aufträge. So, Limmern schützt eine Erkundungstruppe. Ja, das machen wir als nächstes. Den Erkundungstrupp schubsen, schubsen. Schön in den Abgrund schubsen, nein. Beim Dom. Aber bevor wir das machen. Obig. Was a grueling task. Will you take a rest? Ich will mit dir reden. Reden. Arschen? Alter. Geht echt nicht. We'll have little trouble procuring equipment and supplies here. Gut. Kann man hier oben sich auch Sachen besorgen? Geht es nur unten im Geschäftsviertel? Wahrscheinlich nur im Geschäftsviertel, ne? Gut, wir gehen mal runter und machen das mal. Ein paar Sachen verkaufen, ein paar Sachen kaufen. Aus dem einfachen Grund, dass wir sonst irgendwie auch gar nichts mehr haben. Lass uns das mal machen. Mal runter ins Geschäftsviertel. Das ist ein bisschen blöd, das Gelaufe hier. Dafür ist die Stadt auch echt groß, muss man sagen. Er kommt schön. Da sind wir auch schon. So. Hallöchen! Wir kaufen erstmal ein paar Sachen. Das, was wir so haben. Was wir nicht brauchen.
Okay. Haben wir den denn eingesammelt? Siegreicher Greif. Oh, kurz mal angucken, warte mal. Vorher, ja. Ja, ja. Hab ich gar nicht mehr gekriegt. Ein elegantes Langschwert, sowohl als Hieb- als auch als Stichvergang, als Symbol für die Angst des Menschen vor dem Drachen gefertigt. Können wir eh nicht nutzen. Elektra kann natürlich ein paar Sachen nutzen, aber... Na gut. Halt zurück. Das da kaufen wir jetzt. So, kaufen ein paar Sachen. Ziemlich viel Gold dafür, ne? Na egal. Inkognito-Maske. Komm an. So, also. Sprecher Greif. Wahrscheinlich alles zum Schmieden. Lindwurmjagd, Erlaubnis. Jetzt nicht so viel vom Verkaufen. Wir haben zwar eine Überlast. Warte. Gehen wir zur Kasse. So, unser Gewicht ist wieder einigermaßen. Okay. Aber ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall abgeben. Das machen wir gleich im. Lass uns das mal alles abgeben im. In der Taverne. Wo war die Taverne noch? Hin, ne? Was hier? Nee. Wo waren die nochmal? Hier, ne? Zack. Da. This inn can serve as the hub of our journeys. Well, hello. Aye, the inn offers a clean bed. What will it be today? Dann bis zum Morgen. Mist, wo war denn nochmal diese blöde Truhe? War das nicht hier? Nee, ne? Nein, nicht. Oh, hier sind ein paar Äste, die wir mitnehmen können. Machen wir nachher die Quest. Wir haben jetzt genug Quests, die müssen wir nachher machen. Wo war denn nochmal unsere... Wo war denn noch diese blöde Truhe? Naja, egal. Ein paar Sachen verkaufen. Also warte mal, bevor ich jetzt hier durch die Gegend renne. Noch mal kurz auf die Karte. Vasallengilde. War das bei der Vasallengilde, wo das Ding war? Ich glaube schon, ne? Wir müssen ein bisschen was loswerden, aber wir können nicht alles wegschmeißen. Das geht halt auch nicht. Okay, lassen wir zur Vasallengilde laufen. Und das kurz alles auslagern, weil das ist viel zu viel, was ich da rumschleppe. Muss ja hier unten irgendwie möglich sein. Wo war denn das? Stone to recall the dead to living. You speak of Wakestones arisen. Genau. Stones red as blood, ensorcelled with arcane magic. Strange you should mention it. I heard tell a traveling merchant found one in a cave not a few days. It may come to naught, but you might seek the stone on the shelves of Grand Soren's shops. Gut zu wissen. Hier. Das ist der die haben wollte, ne? Perhaps with those, my son. Perhaps with those, my son. Amy gerade überfragt. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Kack ist.
Irgendwo dieses... Was war das denn, wo man das abgeben konnte? Oder bilde ich mir das mal ein? Ich bilde mir das auch nur ein, ich weiß es nicht. Mist. Mann, Mann, Mann. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr, wo das ist. This must be an ale house. Many's the person comes to drink here, all bearing different tales. Patrons oft post work notices in the ale house. Ja, ja, ich weiß, da können wir auch kommen. Na gut. Scheint so, als ob ich irgendwie keine Ahnung mehr habe, wo das ist. Well, hello. Ist doch komisch. Ja, du hast uns kein Geld gegeben. Was ist denn da so? Was ist denn so an Waffen? Oh, viel besser als was ich jetzt habe. Schade, schade. Was ist denn da an? Ne, gut. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier raus und gehen nochmal zum Schmied. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die blöde Truhe ist. Ich habe echt irgendwie... Ist sie auch gar nicht hier. Wir finde ich auch nur an den Stellen, wo die Lager sind. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch gut sein. So. Was es gibt hier so für Sachen, die er hat. Bitte. Verbessern wir ein paar Sachen vielleicht. Ein Halsabschneider. Ich Kupfererz. Geht. Bogen, den können wir auf jeden Fall machen. Kleiner Reißzahn, wir haben noch echt gesammelt eigentlich, ne? Merkwürdig, dass es dafür nicht passt. So, können wir die ein bisschen pimpen? Ein Leichentuch haben wir auch nicht. Ärmling aus dicht gewebtem Stoff bieten Schutz bei Handhabung eines Bogens. Ein bisschen verbessern können wir das ja alles. Wir können sogar das hier verbessern auch. Hier Löwenrücken. Wir bessern einfach mal alles, was wir da so haben. Goldes Erz haben wir, glaube ich, nicht. Schultermantel. Gut. Wir haben
benutzen vielleicht noch für irgendwas. So. Lass mal, bevor wir hier ein paar Sachen verkaufen, wir haben zu viele Sachen, die wir mit rumschleppen. Ich will erst diese Kiste suchen, wo wir es reinpacken können. Okay, dann machen wir das so, dass wir rausgehen hier. Kurz mal reingehen in unsere Ausrüstung. Alles. Elektra. Nix. Warwick. Kann man nicht so viel machen, das ist ja nicht unser. Gut. Wir machen uns auf den Weg zum Pater. Mal, was der uns zu sagen hat. Warte, gucken. Ja. Der wird uns auf jeden Fall die nächste Quest einführen. Die holen wir uns ab und dann muss ich mich nochmal auf den Weg nach einer Truhe machen. Dann muss ich mich nachher auf jeden Fall drum erkundigen, wo genau die Truhe jetzt war. Beziehungsweise Truhen sind. Oh. Moin Moin. Father Geoffrey awaits at the cathedral. Da ist er schon. Moin. Well met, good arisen. It is a heartening boon to have your assistance in our endeavors. I will not keep you long, for the survey party has already set out. They walk south to the ruins of the falls, near the encampment. I know not what dangers await there, but I will rest easily knowing you accompany them. Pray fly now to their side and keep watch over them. Make her speed your steps, sir. I've gained quest knowledge. Behind a waterfall, you say? Then you seek the water god's altar. Follow me, Arisen. Na, so gut, dass ihr es kennt. Gut, wir gucken mal ganz kurz die Karte, wo wir hin müssen. Wenn hier rausgehen, ja, überall rausgehen, ne? Aber ne, das ist glaube ich der beste Weg. Gut, müssen wir einmal da rum und da, okay. So schwierig zu finden. Los, komm. Müssen wir zur Hilfe eilen. Da geht's raus, aber wie kommen wir denn da? Ich hoffe, es ist da durch. Und dann die kleinen Wege da, ne? Okay. Gut, gut. Moin. So, da geht's glaube ich längs, aber kommt auch noch die Karte. Ist noch unten längs. Okay. Bringen wir so viel, müssen auf die andere Seite, da ist die Treppe. Und wir sind hier längs. Leute. Bin falsch gerannt. Da ist die Leiter.
Leider benutzen. Produkt. Was haben die Römer jemals für uns getan? Haben uns ein Aquädukt gebracht. Ah, okay. Da. Bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Warte, guck. Okay, die sagen uns ja irgendwas. Wie sind wir jetzt hier ausgegangen? Es ist wieder ganz hier hinten am Arsch der Welt. Wir hätten auch da vorne rausgehen können, ne? Super. Na gut, gehen wir mal außen rum. Stop here. Perhaps it still holds cargo. Crags cast shadows fit to hide all manner of evil. Stay ready. Hört bitte nicht darunter, Leute. Those walls must be a great comfort to those who dwell within. Gut, aber ich würde sagen, wir stoppen einfach hier und hier spare ich den ganzen Weg dorthin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir da sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.